Das ist mein Platz. Hm? Ach so. Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf dem Kanal. Heute erstmal, first of all, ist meine Schwester nach 7000 Millionen wieder da. Ich weiß gar nicht, wann du das letzte Mal hier warst. Ich glaube, als ich dir die Haare gefärbt habe. Ist schon ein bisschen her. Die Flecken sind immer noch auf dem Boden. Love it. Dann als nächstes möchte ich mich erstmal entschuldigen für die schlechte Tonqualität. Mein Mikrofon möchte heute nicht funktionieren. Das heißt, wir sind auf die normale Kamera-Sound-Quality angewiesen. Not that great. I'm so sorry. Dann als nächstes, boah, richtige Liste am Abarbeiten heute. Wir machen das Beste daraus wegen dem Ton. Ja, genau. Wir haben uns gedacht, da uns immer alle schreiben, dass wir uns so super ähnlich sehen und ich in letzter Zeit ja auch öfters Wigs trage und es dann immer noch mehr kommt, dass wir uns heute, beziehungsweise dass ich mich transformiere, ich benutze heute Show'em. Ich verwende heute Jill's Make-up-Stuff und werde dann hoffentlich genauso aussehen wie sie. Meine Wigs sind nicht prepared, das ist ziemlich spontan. Ich hätte eigentlich mal eine holen müssen, die so ein bisschen aussieht wie deine, aber vielleicht schmeiße ich auch noch eine rüber und dann können wir mal gucken, ob wir uns wirklich so ähnlich aussehen, wenn wir nebeneinander sind. Bevor das Video richtig losgeht, vergesst nicht, uns auf Instagram zu folgen, Jimana und Marvin Magnificent. Bei mir gibt es jede Woche ein Shoutout und heute gibt es ein Shoutout, das geht an Superheld 1, nee, falsch, huch. Mensch, Superheld-412, das mit den Zahlen, das muss man Unterstrich, ja, musst du auch ein bisschen üben, ne, ist kein normaler Strich. Hab ich geschafft. He's creative, also er hat er Blut, ne. Oh, das sieht ja gruselig aus. Guck mal, er ist auch so ein Nature Boy. Cute, I love the vibes. Okay, kommentiere ich jetzt erstmal ein Herzchen. Love it. Der hat gewonnen heute. Süß. Wenn du auch ein Shoutout haben willst, dann musst du mir noch auf Instagram folgen, meine Post-Notifications anschalten und mir einen Screenshot als DM schicken. Und dann bist du vielleicht das nächste Shoutout. So, Shoutout geht zu dir. Superheld-412. Und jetzt geht's los mit dem Video. Ich bin excited. Ich habe keine Ahnung, was du benutzt. Wir haben noch nie sowas gemacht. Du geierst sonst eigentlich mal mein Make-up, wenn du hier bist. Das stimmt. Ich habe auch extra schon einen Pulli von ihr angezogen, damit ich schon so in den Vibes bin. In diesen so. Das ist mein Lieblingspulli übrigens. Wirklich? Ja, weil der ist ein bisschen größer und der ist so schön bequem. Ja, der ist echt bequem. Einfach in die Hose stecken und los geht die Reise. Ja, bei mir ist halt ein bisschen zu kurz, passt nicht in die Hose, aber ja. Womit fangen wir denn an bei dir, Jill? So. Was ist denn dein erstes Leider Step? Ging nicht alles rein. Kennt ihr bestimmt. Meine Palette passt nicht rein. Die Morphe Jeffree Star. Ja, so schöne Farben. I open that bitch up. Let me have a look. What's inside? Schminkst du dich jeden Tag, Jay, ja, ne? Ja, also eigentlich einmal die Woche ist Pause, aber das passt halt nicht immer. Wenn ich arbeite, dann schmink ich mich jeden Tag. Kiki, Bibi. Oh mein Gott. Nimm mich mal hoch, schnell fürs Thumbnail. Nein, Spaß. Er will oder vielleicht nicht. Doch, nein, Spaß. Oh Gott, er will nicht. War nur ein Witz. Ihr müsst wissen, Jim wohnt in Hamburg, ich wohne in Berlin, deswegen weiß ich nicht, ob sie sich jeden Tag schminkt. Wir sehen uns nämlich nicht jeden Tag. Okay, alles klar. Womit geht's denn los? Was ist das hier? Das ist Lippenpflege und Tatcreme. Hab ich in eins? Ja. Hat Lisa Schiffner hat man dafür. Einen Code. Den habe ich. Code. Den Code habe ich verwendet. Den Code. Von ihr. Ja, ich verwende auch mal Lisa Marie Schiffners Code. Das ist richtig mein Ding. Mit was fängt man an bei dir? Oh, Primer Spray. Benutzt du das? Ja. Sind auch die Pinsel drin? Natürlich. Von wem sind die Pinsel? Von mir, Bitch. Und dann, da kommen eigentlich die Augenbrauen. Jetzt schon Augenbrauen? Ich mach immer die Augenbrauen zuerst. Okay, ja dann. Auf geht's, ab geht's. Was nimmst du für die Augenbrauen? Das schaffst du auch nicht. Ist das dein Ernst? Ich hab dir noch nicht mal nachgefärbt. Sieht aus wie Nacktmull. Ja, ach, hier steht's ja. Siehst du. Nice. Wollen wir mal schauen, was du hier Schönes anstellst. Strafe, weil ich so einen Schock bekommen habe. Guck mal, da sind alle meine Abonnenten. Oh, hallo. Hallo. Das ist so schon krass gemacht. Jetzt so krass mache ich die aber nicht, ne? Die ist so trocken. Ich komme doch 8 Jahre zu spät bei Oskars Geburtstagsparty. So, aber dafür ist das schon geschminkt. Ach, meinst du, das lasse ich drauf? Ja. Hast du mir nicht mal früher auch Augenbrauenfarbe geschenkt gehabt? Ich habe dir schon alles geschenkt. Nee, noch kein Auto. Alles klasse. Das ist auch pink. Weißschnäppchen. Wir haben noch keinen Weihnachten. Du nach Haus, du stinkst nach Zwiebel und Knoblauch. Stimmt gar nicht. Warst du denn beim Tönermann? Standest du hinten? Du solltest Sänger werden. Ich habe richtige Rhymes, Freunde. Das sind doch Jill Moana Augenbrauen, das passt. Hallo, willst du damit sagen, meine Augenbrauen sind hässlich? Willst du sagen, meine Augenbrauen sind hässlich? Nein. Aber es sind unterschiedliche Geschmäcke.
Boah, Alter, sprich taub. Tschüss, wie du übertreibst. Weißt schon, dass du heute draußen schläfst, ne? Und was kommt jetzt? Foundation oder wie? Ja, mach euch. Mach euch Foundation. Was machst du denn dann immer schon? Eyeshadow? Hier ist unterschiedlich. Mal so, mal so. Ja, was mach ich jetzt? Du kannst du Foundation jetzt machen. Das ist aber großzügig. Oh Gott, machst du es? Auf den schönen Tisch haut das drauf. Eiskalt. Eiskalt. Ist nicht dein Ernst bitte? Jetzt. Ja. Marvin. Hast du den bezahlt oder ich? Chill mal ein bisschen. Mann, ich mach das auf meiner Hand manchmal. Mann, ich baue mir gleich eine Mauer. Oh, der schöne Tisch. Okay, dann erzähl mir mal deine weitere Reihenfolge, wie du dich immer schminkst. Ja, jetzt musst du noch die Nase musst du damit machen, ne? Wie ich hier an. Ach, sag Angel, wusste nicht, dass ich noch weiterarbeiten muss. Jetzt muss ich um die Augenbrauen rum meine Foundation auftragen. Das ist ja viel zu hell. Haben wir noch ein Puder gleich? Ich habe hier keins drin. Oh, erinnerst du dich noch an deinen Kartoffelspruch? Ich Kartoffel liebe schmeckt Kartoffel immer roh oder gekocht. Kartoffeln schmecken mir immer. Oh mein Gott, gibt es denn schon eine Lidschattenpalette, die außen wie der Kartoffel aussieht? Das weiß ich tatsächlich nicht. Und dann riechen die Lidschatten nach Kartoffel. Concealer, gibt es das? Benutzt du das? Ja, der ist am besten. In 40M? Ja, das war gut. Den hast du benutzt? Den benutzt du? Ja. Sieht noch okay aus. Ja, sieht doch okay aber, aus. Das wundert ja, einen. Auch irgendwas mit du hast kein Puder gleich zum Setten oder so? Doch, Setting Spray habe ich. Setting Spray, ja, aber Puder, damit es nicht so in die Falten rutscht. Nee. Ja, das brauchen wir schon, wenn man kein Botox hat. Normales Puder. Oder Setting Puder dann. So los ist wie das von mir hier. Ach was. Und was ist, wenn ich das nicht mache? Dann rutscht es halt schneller in die Falten. In welche Falten? Die Arschritze! Ich mache mir damit jetzt noch eine scharfe Augenbraue, oder? Machst du das? Was ist denn jetzt? Definiert war. Man kann immer wieder was lernen. Zupfst du deine Augenbrauen eigentlich jeden Tag? Immer, wenn ich was vorhabe. Also jeden Tag. Er hat ja immer was vor. Nee, also ich meine Vorhaben, wenn ich rausgehe. Ja gut, aber du siehst ja fast jeden Tag. Okay, und jetzt kommt Eyeshadow oder was? Eigentlich. Du puderst nichts ab, du lässt es jetzt komplett so. Ja, ist das total falsch, RW. Du hast es jetzt hier nicht verblendet, richtig. Mit dem Concealer da. Das sieht irgendwie nicht. Entschuldigung. Guck mal, wie es in die Falten geht. Ja, dann musst du nochmal rüber. Ja, dafür brauchen wir ein Puder. Okay, jetzt Contouring. Nee, jetzt kommt erstmal. Jetzt kommt der. Ibanjo, du bist voll in den Tisch rein damit. Ja, das hab ich doch zu ihm gesagt. Ja, oh, Moana. Der ist auch reingefallen. Moana. Bitte, Marvin, Magnificent. Also, Zelf. Made to know here. Ich kann nicht so gut Englisch. Ich glaube, das heißt to know here. Don't know her. Ja, genau. Ja. Den habe ich auch noch verwendet. To. Und dann habe ich noch, das kommt noch später. Hey, chill mal ein bisschen. Ich muss gleich mal anfangen. Du hast kannst du mir einen Pinsel geben, den du benutzt? Du wirst wahrscheinlich meckern. Du hast jetzt nur ein oder was? Ein für alles. Zeig mal dein Auge. Zieh nicht so mal. Warum ist das oben so orange bei dir? Wo ist das orange? Ja, natürlich. Das hat da oben. Pink. Das ist mein Highlighter da oben. Ich dachte, du hast den da oben benutzt. Nein, das ist Highlighter. Das kommt zum Schluss. Ich mach den Highlighter als erstes. Marvin, nein. Da kommt ein anderer Highlighter von deiner Palette. Erstmal. Ich habe erst eigentlich Glitzer genommen. Nee, ist falsch. Ich habe erst das genommen hier. Erst das. Komplett übers Auge. Dann hinten das Pink. Hinten nur? Ja, wenn du nach vorne gearbeitet so. Ich bin schon auf dem Pinsel. Okay, warte, dann muss ich das hier hinten machen. Oh nee, das ist ja so ein Stain-Lidschatten, habe ich ganz vergessen. Was ist jetzt? Das ist so ein Lidschatten, dass wenn du den später runternimmst, dass dein Auge auch noch so rot ist. Oh nein. Ja. Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe zurzeit? Schwarz. Schwarz? Schwarz ist doch keine Farbe. Jetzt geht die Diskussion los. Echt schwarz? Ich trage gerne schwarze Klamotten momentan. Schwarz mache ich hier gar nicht so. Was magst du denn? So rosa, ne? Mensch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Benutzt du oft solche grellen Farben? Ja, schon, ne? Nee, in letzter Zeit lustigerweise nicht. Nehme ich eigentlich immer... Ach so, aber jetzt heute für mich, oder was? Deine Palette. Oh, ja, die können wir nicht in jedem Video hier verwenden, ne? Deshalb dachte ich mir mal was anderes. Die kann man auch echt gut verwenden mit seiner anderen, mit seiner ersten Palette. Yes, give that promises. Überwilligte Chance. Habe ich nämlich letztens gemacht. Wie heißt denn das? Na, Tonquipop? Tankpop. Tankpop habe ich genommen mit von der neuen Palette Modern. Das sieht richtig, richtig schön aus. Ja, ich habe mich gefragt, warum das hier nicht Tankpop ist. Jetzt den Schimmer. Genau. Und den gebe ich jetzt vorne auf bewegliche Lid hier drauf. Ja. Hm. Der sieht doch eigentlich ganz schön aus. Ja, passt gut zum Pulli. Einmal hast du dich geschminkt wie so ein Frosch.
Das ist gepostet. Und dann haben Tim und ich uns immer so ein bisschen lustig dabei gemacht. Das war richtig fies, weil ich habe mich gerne mit Krügen geschminkt. Das sah so lustig aus. Du sahst einfach aus wie so ein frisch geschlüpfter Frosch. Guck mal, Marvin. Wow. Shit. Aber Fallout. Dr. Pink. Was lachst du mich denn jetzt so hart aus? Hast du auch immer, ne? Deswegen ist okay. Was? Wie rot. Ja, was daran so lustig? Musst du keinen Rouge mehr machen. Aber eigentlich hättest du die Puder drunter machen können. Du hast doch kein Puder. Ja, dann wäre das doch alles nicht da reingegangen. Ich habe doch nicht mein ganzes Make-up-Stand von zu Hause. Ja, ich nehme auch nicht meinen ganzen Make-up-Stand mit. So, was jetzt? Innen drin kommt der helle. Und dann... Hast du meine Palette benutzt, oder wie? Nee, jetzt kommt erstmal... Sieht das jetzt so ähnlich aus wie bei mir? Ja, doch. Schon? Ja, ähnlich. Jetzt kommt sie. Die süße kleine... Die Wimpernzange. Ja, zack, mit beeilen. Was kommt jetzt? Jetzt kommt... Mascara und danach das Highlight? Hä, dann ist doch danach die ganze Mascara dann voll mit Highlight. Man will doch die Wimpern so schwarz wie möglich haben, wenn man danach das Highlight macht hier unten, ich hab ja oben. Nicht viel Highlight. Kann ich das nicht vorher machen? Ja, mach vorher. Welchen nehmen wir denn aus meiner Palette? Oh, welchen habe ich denn überhaupt genommen? Ja, den Orangen wahrscheinlich. Hä, war da nicht ein Rot dabei? Rot? Was kommt jetzt? Nochmal die Wimperntusche. Die jetzt? Oben? Aber da kommen noch Wimpern drauf. Warum? Wofür? Jo, so eine fette Bürste. Weil ich weiß, dass er die nicht mag. Oha. Karma wird richtig richten. Warte du mal ab, Schwester. Oh, ich habe irgendwas im Auge. Mascara. Ist bestimmt mit Salmonellen oder so. Und jetzt kommt unten dieser Special Effekt. Ja, das Ding ist, ich hatte erst, nimm schnell den Augenbrauenpinsel. Der ist braun. Den hat man dann anders. Was? Da ist Augenbrauenpomade drauf in braun. Das geht. Ich puste das immer so weg. Jetzt nimmst du das ganz vorsichtig einmal unterm Lid und dann machst du das drauf. Ja, das ist gut. Okay, der Concealer ist halt schon ganz geil. Da kann man direkt nochmal drüber gehen. Hast du dieses hier an dem Auge auch gemacht? An dem linken? Ja. Meinst du, das ist gleichmäßig? Ich glaube, da muss noch ein Stück, ne? Meinst du, das ist gleichmäßig? Nein, du musst im Auge. Na, Schatz. Machst du denn viel Mascara unten? Nee, du machst das ein bisschen. Doch, eigentlich schon. Ne? Ihr liebt Schminke. Wimpern. Also, ja, Wimpern ankleben. Lily Lashes. So extra Doha. Sieht genauso aus wie die, die du drauf hast eigentlich. Das ist die gleichen. Nee, ich glaube so ähnlich, ja. Hallo, Baby. Schmeckt es ihm? Ich hab überall Mascara. Ja. Boah, die ist richtig scheiße, die Mascara. Wieso? Welche war das denn jetzt? Die sortiere ich aus. Soll alles nicht funktionieren. Aber du bist auch unterm Auge so ein bisschen ranzig. Du hast da ja auch so ein bisschen diese Flecken, von daher. Flecken, Gott. Oh, jetzt habe ich auch was im Auge. Ja, ich habe Pfutzel am Mund. Oh, mein Auge. Was? Mein Auge dreht. Musst du es auf die Seite legen, damit es auf der Seite rausläuft. Ja, richtig, das ist sonst die Seite. Knick den Kopf ein jetzt. Nimm mal den Hund. Ja, warte mal. Schneller, ja. Meine Wimpern. Kannst du dich mal auf meine Ebene setzen, bitte? Na, oh, da ist geplatzt. Wo? Bei mir im Auge. Im Auge? Hey, die ist nur Gerüte, die ist nicht geplatzt. Kannst du den Spiegel mal runternehmen? Dann sind wir alle unfokussiert. Ja, sehe ich ungefähr aus wie du. Und jetzt? Lipliner. Was? Lipliner? Den dunklen hast du genommen? Ja, oh, den habe ich genommen. Warte mal, wie hast du dir den aufgeteilt? Ich muss wieder von meinem Ding hier. Ja. Okay, okay, jetzt einfach den Gloss, ne? Genau, man soll ja eher den Gloss sehen. Wow, wir sehen ja schon komplett gleich aus. Stimmt, wenn ich meine Augen gerufen habe, du hast keine Schlupflider geerbt. Da kannst du dich so glücklich schätzen. Ich habe so die Schlupflider. Ja, so ein bisschen schon. Ich muss so machen. Und man kann es so weglasern lassen. Oh Gott. Ich habe viel mehr Lipliner benutzt als du. Hättest du mir mal sagen müssen. Ja, du warst wieder so im Element drin. Ja, du sagst ja nichts vorher. Ja, er guckt mich auch gar nicht an, er macht einfach. Und jetzt? Warst du schon? Highlighter? Horst, piekst alles. Jetzt kommt noch der Highlighter. Und zum Ende müssen wir noch einmal kurz das unterm Auge wegmachen. Das kommt was bei mir wegmachen? Auch immer so ätzend. Oh! Erzählt ihr mir, das liegt nicht an der Mascara, die ist super, hör mal. Wie sieht das denn aus? Ja, ich hab das auch. So soll ich rausgehen. Okay, was jetzt Highlighter? Aber welchen? Ja, dein. Ja, welche Farbe? Ja, hier. Das gleiche, ne? Wo ist denn der Pinsel? Nein, Marvin, stopp. Wir haben schon fertig. Hä, wieso? Wir haben noch Highlighter da oben schon. Hast du keinen Highlighter auf den Wangen? Nein. Du trägst keinen Highlighter?
Nein, nur selten. Zu besonderen Anlässen oder was? Ich hab hier, aber es sieht nur aus. Wo? Im Nasenloch drin oder was? Ja, dann lass mich da doch auch ein Highlight hinsetzen. Ja, aber wenn man ihn nicht mehr sieht. Kannst du wenigstens den Hund mal hochhalten, damit die Leute dranbleiben am Video? Muss doch meine Wohnung finanzieren. Boah, wie sieht das denn aus? Damit schminkst du dich? Das liegt echt... Das juckt auch alles, Mann, ne? Ich weiß nicht. Ich dachte immer, das liegt an mir. Aber wenn das bei dir auch ist, bin ich ja beruhigt. Weißt du, woran das liegt? Weil du das nicht abpuderst, Jill. Echt? Ja, weil das ist ein cremiges Produkt, was wir hier unters Auge machen. Und dann verteilst du das und dann ist es quasi immer noch ein bisschen feucht und die Mascara gibt dann so ein bisschen die Farbe ab. Ja, wann nehme ich das? Wann mache ich das Setting-Puder drauf? Nach der Foundation. Ja, wenn du die fertig bist mit den Liquid-Produkten. Okay. Also jetzt oder danach. Okay. Ja, gut. So? Oder ist die eine Seite jetzt mehr als die andere, oder ist das okay? Ja, da ist halt ein bisschen an, musst du bei dem anderen ein bisschen mehr oder wegmachen. Deine Routine, ne? Er wollte unbedingt meine Routine machen. Ich wusste ja nicht, dass die so räudig ist. Kein Contouring, kein Rouge, kein Highlight. Doch, die Augen. Und dann fixierst du nichts, alles rutscht weg in die Falten und die Mascara unter den Augen. So läufst du rum. Wow. Du so. Sehen wir gleich aus? Schon, ne? Ja. So, Freunde, was sagt ihr? Sehen wir uns jetzt sehr ähnlich? Ich habe Jills Routine befolgt. Was? Warum ziehst du es hoch? Man sieht doch diese hässliche Dings. Ja, dann muss ich das auch so machen. Ja, natürlich. Wir sind auch eineinige Zwillinge. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr findet, dass wir uns jetzt sehr ähnlich aussehen. Ich habe definitiv realisiert, dass wir an Jills Make-up-Routine arbeiten müssen, denn es fehlen einige Produkte, die uns helfen, cute auszusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Vergesst nicht, Jill und mir auf all unseren Social Media zu folgen. Meine sind Marvin Magnificent on Instagram, Marvin Magnificent on Snapchat, Marvin Magnificent on Twitter, Marvin Magnificent on TikTok. Und bei mir Jill Moana. Ja, alles. Und dazwischen noch so Punkte und ein paar Vokale anders und so ein ekliger Scheiß. Deswegen findet ihr die Links in den Infobox. Boah, ich kann gar nicht sprechen. In die Infobox. Ja, wisst ihr, ich habe einfach... Ich fühle jetzt so, ich bin eine Jill jetzt halt. Wisst ihr? Wir knutschen euch und ich bin jetzt Marvin. Was? Okay, alles klar. Macht's gut, ciao. Tschüss. Ich häng fest. Oh nein, auf deinen M.